Heute spielen wir Battle of the Immortals, ebenfalls ein MMORPG. Das heißt, es spielt online und wir spielen mit ganz vielen verschiedenen Leuten. Das Ding ist gerade noch in der Closed Beta, darum hat es noch viele Bugs. Einiges muss noch übersetzt werden. Und wer Probleme hat, am Anfang den Client zu starten, weil da irgendwie steht, dein Client ist zu alt, der drückt einfach auf Update und dann Yes, das hat bei mir gerade geholfen. So, dann quatschen wir nicht lange rum, sondern suchen uns mal einen Server aus. Gehen wir mal auf den Abyss. Was haben wir denn hier? Wie gesagt, ist alles noch nicht richtig übersetzt und hast du nicht gesehen. Ist halt erstmal nur zum Anspielen. So. Dann gehen wir mal auf den Realm 8. Der ist great, die anderen sind busy. Und stürzen uns direkt in die Charaktererstellung mit einem Doppelklick. Der Hintergrund sieht ein bisschen aus wie bei WoW, beim Lich King. Sehr episch. Achso, ich muss hier unten was wählen. Kann leider nichts drehen. Also hier gibt es den Berserker. Ist alles übrigens noch auf Englisch, wenn überhaupt. A ruthless fighting machine that excels at physical combat and demoralizes enemies. Verstehst du? Berserkers specialize, verdammt nochmal, in dealing high and stable physical damage combined with good physical defense. However, they are susceptible to magic attacks. Aha. Also der Berserker, dann haben wir hier noch den Champion. Highly disciplined warriors who selflessly sacrifice physical attack potential in order to defend themselves and their allies. Also Champion ist quasi wieder so eine Art Wächter, kann man sagen. Also der Berserker ist quasi der Krieger, der Tank. Einfach der Krieger, der Damage macht. Der Champion ist mehr so auch der Tank, der für seine Kumpanen mit einsteckt. Der Slayer sieht sehr nach einem Dieb aus, einem Schurken. A silent killer that is quiet like a cloud but strikes like lightning. Specializing in dexterity, a Slayer has quick striking attacks and depends more on critical strike chances to damage their enemies. To compensate their lack of defense, Slayers have developed effective skills that debilitate and evade their enemies. Wunderbar. Der Magus ist der Magier. Das liegt ja auf der Hand. Hier unten so ein bisschen mit Fröstelchen und so. Master of Elements. Ach ja, der Meister der Elemente von Feuer und Eis. Und mit hoher Intelligenz und Pipapo. Das kennt man ja von Magiern. Und hier ist noch der Heretic. Das wird wohl sowas sein wie ein Battle Mage. Ich vermute das einfach mal. Ich weiß es natürlich nicht. Zealous spellcasters that control life and death itself. Also kontrollieren Leben und Tod. Heretics protect and mend the wounds of allies with light and corrupt enemies with shadow. Also, das ist quasi eine Mischung aus Heilern und Schattenzauberern. Also heilen natürlich die eigenen Kumpels und Schattenzauberer dann die bösen Gegner. So, bei den Frauen sieht das Ganze dann so aus. Ja, die Berserkerin. Sind ein bisschen kleiner im Vergleich zu den Männern. Ja, Männer. Ach nee, die sind gleich groß. Die wirken nur kleiner. Weil die Männer so eine alte Prollrüstung anhaben. Und Frauen natürlich wieder hier hüftfrei. Und hier auch wieder hüftfrei. Die Championess. Die Slayerin. Die Magierin. Und die Heretikine. Oder so. So, ich nehme diesmal einen Bub. Und zwar einen Champion. Weil ich ja so gerne tanke. So, da haben wir jetzt auch nicht so viel Auswahl. In asiatischen Games kann man übrigens immer sein Geburtsdatum mit angeben. Also seinen Geburtstag. Und erhält so sein Sternzeichen, weil die Mythologie da irgendwie viel mehr Wert drauf legt. Ich quatsch jetzt auch nicht mehr so viel rum. Hier 4 ist der April. Steht immer vorne. Und 10, das ist auch zufällig mein Geburtstag. Ist gar nicht so lange her. So, jetzt machen wir mal hier eine flotte Frisur. Viel Auswahl haben wir da leider auch nicht. Dann nehme ich mal hier die Dreadlocks oder was immer das ist. Casual, na vielen Dank. Und dann kriegt er noch eine Fresse, eine neue. Hier, guck mal. Eine kleine Gesichtsbehandlung. Das ist böse. Kindisch mit irgendwelchen riesigen Augenbrauen.
Mit einer bösen Narbe. Cold. Und das sieht Dreamy, sieht ein bisschen gay aus. Was haben wir denn noch? Average. Reliable. Hier, das nehme ich mal. So ein Bart habe ich auch. Dann, das ist mir natürlich direkt sympathisch. Und der Charaktername. Immer wieder eine große Frage. Nehmen wir mal einfach die Gottesklinge. Ist die frei? Ja, die war frei. Und so sehen wir jetzt tatsächlich aus, ohne die ganze Schnickschnack-Rüstung, ohne das tolle Schwert, einfach nur so als Newbie Level 1. Und ab geht's. Da sind wir auch schon. Welcome to the Battle of Immortals. We have four gifts prepared for your adventure. The first gift contains a beginner's mega pack and one fashion clothes set. Check your bag and your character paint for these items. You will receive your second gift soon. Use it well. Valkyrie awaits your arrival. Valkyrie ist dann wahrscheinlich die Welt. Start on your journey and become a worldwide hero. Also, wir können hier ein weltweiter Held werden. Und wir kriegen am Anfang vier Geschenke, zum Beispiel das Beginner-Megapack, also das Anfänger-Megapack und noch ein paar lustige Klamöttchen, die wir hoffentlich gleich mal zu Gesichte kriegen. Steuerung im Spiel, man klickt sich mit links durch die Gegend, leider keine WASD-Steuerung und hier gibt es immer die Newbie-Tipps unten rechts. Starting Help. Available Quest. Eine Quest wartet auf uns. Valkyrie, the Maid of War. An exclamation mark above an NPC's head signifies that you can acquire a quest from them. Also, wenn Leute ein Ausrufezeichen über den Kopf haben, wen wundert's, dann haben die eine Quest für uns. Wie zum Beispiel hier die gute Valkyrie. My child, the deeds of your past lives have proven that you're worthy to take your place among the immortals. Your prowess in combat was legendary, but I'm afraid the act of resurrecting has made you forget many of your skills. Also, wir wurden wiedergeboren. Wir waren früher mal ganz heldenhaft, wurden wiedergeboren und haben jetzt natürlich alles vergessen. Das ist eine Story, die ist nicht ganz so originell, aber zieht natürlich immer. Unsere erste Quest, The Catacomb Riot, Desert Chase. But Starry Sky, ich weiß nicht, was hier was ist. My warrior, you were one of the most brilliant fighters in your past life. Du warst früher der beste Kämpfer, der gelebt hat. Your memories will be a little fuzzy. Also deine Erinnerung wird ein bisschen verschwommen sein. So you must work quickly to rekindle your combat skills and knowledge. I've brought you back to restore the balance of order and chaos. Also wir wurden wiedergeboren, wie bereits erwähnt. Wir müssen jetzt erstmal wieder Kampf und alles erlernen, um Ordnung in das Chaos hier zu bringen. Und mein Sternzeichen-Engel wartet auf mich, was immer das sein soll, und hat ein Warp-Gate geöffnet, also ein Portal, das mich, that will start you on your quest to regain your former combat mastery. Das wird mir helfen, meinen alten Kampfstil wiederzufinden. So, mit Q kann man das Quest-Interface öffnen. Annehmen. Übrigens, sehr originell ist hier auch das Rock'n'Roll-Bunny. Das passt auch zu diesem epischen Engel. Und da zu dieser Figur. Und Pipapo, da ist ein Animal, mit dem kann man auch reden. A good mount can bravely carry you into battle and rescue you from impending danger. Also ein gutes Mount kann mich in den Kampf tragen, vielleicht sogar im Kampf unterstützen und mich aus gewissen Situationen wieder herausretten. Achso, hier kann man übrigens klicken bei den Quests rechts und rennt dann automatisch zum NPC hin. Was sehr praktisch ist. So, hier kommt wieder die Newbie-Hilfe. You have completed the quest. Do you need more help? Du hast die Quest gelöst. Brauchst du noch Hilfe? Constellation Guardian. A question mark above an NPC set means you can turn in a quest to them. Also, wenn ein NPC ein Fragezeichen über dem Schädel kleistern hat, dann können wir da eine Quest abgeben. Ist so auch nicht ganz so neu. The Gate of Space has opened and a new mission has started. Finish the quest, God, Starry Sky, bla bla bla. Hier können wir die Quest abgeben. Valkyrie feels a dark force effect in the desert area of Egypt. Also, wir kommen gleich in die Wüstenregion von Ägypten, wie es aussieht.
Many strange things have happened there, so there's a good chance it may be where the source of the dark force resides. Also, die dunkle Macht wartet auf uns in Ägypten. In order for you to investigate the truth behind the dark force, Valkyrie has ordered me to open a warp gate and transport you to the other side of the world. Also, um dem jetzt nachzugehen, dieser dunklen Bedrohung, müssen wir uns todesmutig durch das Portal stürzen. You will be transported to the other side of the world after completing this quest. Wir werden auf das andere Ende der Welt teleportiert, wenn wir diese Quest bestehen. Return to the Temple of the Zodiac when you reach level 20. 20. Haha. Also wenn wir 20 erreichen, da sind wir schon. Wenn wir Level 20 erreichen, sollen wir zurückkehren.